Die winterliche Fahrt über die verschneite Bundesstraße 1 führt zu einer markanten Nahtstelle der deutschen Teilung und damit zu einem Bauwerk, das die beiden Städte Berlin und Potsdam schicksalhaft miteinander verbindet. Zwischen dem jetzigen Berliner Ortsteil Wannsee und der Berliner Vorstadt gelegen, wurde die Glienickerbrücke nach der Kriegszerstörung am 19. Dezember 1949 wieder eröffnet. Insgesamt 4 Brücken wurden in den zurückliegenden 300 Jahren an dieser Stelle errichtet. Während der Regentschaft des großen Kurfürsten wurde zunächst eine schlichte hölzerne Konstruktion für die Querung der Havel gebaut. Diese diente Königen und Kurfürsten als schneller Weg in die umliegenden Jagdreviere. Wegen des steigenden Schiffsverkehrs wurde diese später durch eine Zugbrücke ersetzt. Mit der Eröffnung des Teltowkanals im Juni 1906 musste eine höhere und dem motorisierten Straßenverkehrsaufkommen gewachsene Brücke gebaut werden. Diese erhielt den offiziellen Namen Kaiser-Wilhelm-Brücke, der sich jedoch nicht durchsetzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg tauften die zuständigen DDR-Organe das wiedererrichtete Bauwerk auf den Namen Brücke der Einheit. Eine anmaßende Verdrehung der Realität, denn mit Beginn des Kalten Krieges wurde die Brücke für den privaten Autoverkehr gesperrt und ab 1961 durfte sie nur noch von alliierten Militärs und Diplomaten genutzt werden. Der englische Spitzname der Brücke lautet übrigens Bridge of Spies, Brücke der Spione. Geheimdienste nutzten die abgeschiedene Lage für Austauschaktionen, die allerdings nicht so geheim blieben, wie man es sich wünschte. Eine der spektakulärsten betraf den sowjetischen Spitzenspion Oberst Rudolf Iwanowitsch Abel und den amerikanischen U-2-Piloten Francis Jerry Powers. Mit der Wiedereröffnung am 10. November 1989 erlangte die Brücke ihren eigentlichen Zweck zurück. Eingebettet in ein maßgeblich von Linné und Schinkel gestaltetes Landschafts- und Gebäudeensemble, das wegen seiner Einzigartigkeit von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, ist die Glienicker Brücke nunmehr wieder für jeden uneingeschränkt zugänglich.